11 Uhr, Kotzwinkelstraße 12, Eingang zu Ronnys Wohnung. Danke fürs Absetzen, Dr. Ingo. Was für ein Scheißtag. Immerhin, schlimmer kann es nicht kommen. Saftsack? Ronny Saftsack? Ja, so heiße ich. Interpol, Agent Bull, Sie sind verhaftet. Schnappt ihn euch, Jungs. Ja! Was? Wieso denn? Geheimsache. Geheimsache? Sie dürfen mich doch nicht grundlos mitnehmen. Dann pass mal auf. Durfte ich das grundlos tun? Nein! Siehst du? Und ich mach's trotzdem. Moment mal, ich hab doch nichts gemacht, Mann. Nichts gemacht? Siehst du diese Akte hier? Oh, oh. Nichts gemacht. Da kann ich ja wahllos einen Vorfall rauskramen. Zum Beispiel der 13. April letzten Jahres. Erinnerst du dich? Wie viel Uhr denn? 11.23 Uhr. Ja klar, das war ein spaßiger Einsatz. Obwohl Dr. Ingo ziemlich sauer war. Ach ja? Schieß los. Also, wir waren gerade hoch oben auf der Zugspitze angekommen, als die Zentrale plötzlich meldete... Zentrale, wir befinden uns auf einer Lichtung direkt über dem Idioten. Hilfe! Da, der Mann kann sich nicht mehr lange halten. Schnell, Rufus, wirf ein Seil runter. Er hat das Seil. Zieh ihn hoch, Rufus. Vorsicht, Rufus, da ist ein Felsvorsprung. Oh Mann, das gibt ein Horn. Schwing ihn nach links rüber. Doch nicht so fest. Wieder nach rechts. Nein, hoch. Nach links. Nach rechts. Hoch. Runter. Civi, hast du etwa eben runtergesagt? Was wäre ich? Civi, hast du etwa eben runtergesagt? Das war doch nur ein Versprecher! Achtung, 348, der Mann ist größtenteils unten angekommen! Sammelt alles auf und kommt zurück! Sind schon unterwegs. Ich habe dann später gehört, dass die Hälfte von dem Kerl nicht mehr zu gebrauchen war und verfüttert wurde. Aber was soll's, der Kerl hat ja nie erfahren, warum er da plötzlich runtergestürzt ist, ne? Richtig, der Kerl hat das nie erfahren. Bis heute. Uiuiui. Die meisten meiner Gliedmaßen wurden durch Metallproteinen ersetzt. Uiuiui. Jetzt siehst du, was sie aus mir gemacht hat. Uiuiui. Dafür wirst du zahlen, Civi. In Ordnung, Moment. Ich habe nur ein Zwanni, aber das Restgeld kannst du mir ruhig später wiedergeben. In den Kofferraum mit ihm! Ja! Mach die Klappe zu! Vorsicht, mein Bein ist noch draußen! Und jetzt zurück ins Hauptquartier. Und was ist mit Dr. Ingo und Rufus? Dr. Ingo und Rufus? Die werden schon auf ihr Verhör vorbereitet. Und zwar mit ganz speziellen Mitteln. Ein Jäger! Nein! Donnerstag, 13 Uhr, Keller der Interpol Headquarters, Verhörraum A. Das tut so weh. Na, wer wird denn schon nach 4 Stunden schlapp machen? Weil's erst 4 Stunden? Bitte, bring den Kerl raus, meine Worte! Okay, das reicht, hör auf. Wie können Sie nur so grausam sein? Warum werde ich hier festgehalten? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Special Agent Bull und ich stelle hier die Fragen. Name? Special Agent Bull. Ihr Name, verdammt. Ach so, Ludger Ingo Hülstadt. Beruf? Chirurg. Geschlecht? Vorhanden. Zeitreise? Bitte was? Wurden Sie und Ihr bescheuertes Team in letzter Zeit von starken magnetischen Strahlen beschossen? Nicht, dass ich wüsste. Waren Sie bei irgendwelchen geheimen wissenschaftlichen Experimenten anwesend? Allerdings, gestern noch. Aha, und? Das darf ich nicht sagen, das ist geheim. Spiel weiter. Moment, ich sag's Ihnen! Wenn Sie es auf die harte Tour wollen, ich hab auch noch ein Endlos-Video mit der Hochzeit von Mutter Beimer. Also gut, gestern Nachmittag rief uns die Zentrale in ein Labor. Achtung, Wagen 348, ein Wissenschaftler hat den Teleporter erfunden. Fahrt mal ins Labor und prüft das Ding auf Sicherheitsmängel. Ihr Notarzt Dr. Ingo, wir sind unterwegs. Boah, 2 Teleporter. Und wie funktionieren die? Man geht in die linke Kammer rein, dann macht es wusch wusch und man kommt aus der rechten Kammer wieder raus. Oh, wie beim Beamen? Genau, Civi. Willst du es mal ausprobieren? Ist narrensicher. Ja, klar. Oh, wie geil. So, ich schließe die Tür. Oh, Dr. Ingo, hier ist eine Fliege mit mir in der Kammer. Och, ich glaube, das macht nichts. Computer, Analyse. Objekte in Kammer A, eine Fliege und ein Idiot. Erwartetes Objekt in Kammer B, eine große Idiotenfliege. Was? Hilfe, ist das denn die? Moment, Civi, hier sind so viele Knöpfe. Teleportation jetzt. Civi! Teleportation erfolgreich. Objekt in Kammer B, Flonny. Flonny? Au, Backe. Computer, teleportiere das Monster wieder zurück und filter dabei die Fliege raus. Schnell! Filterung der Fliege nicht möglich. Fliegengene dominant. Neue Mutation in Kammer A. Öffne Türe. Scheiße, Rufus, was habt ihr getan? Da kommt was raus. Es ist... Oh nein! Mein Name ist Jürgen Fliege.
Den Zivi haben wir später dann aus einem Barthaar zurückgeklont. Die Mutation haben wir aber nie gefasst. War das alles? Wie alles? Hat das nicht gereicht? Gucken Sie kein Fernsehen? Gab es denn keinen Sprung durch die Zeit? Wie durch die Zeit? In die Vergangenheit zum Beispiel. Was war das? Der Zivi wird nebenan von meinem Kollegen verhört. Ronny ist hier? Was habt ihr ihm angetan? Er wird keine bleibenden Schäden davontragen. Echt nicht? Och, scheiße. Darf ich wenigstens zugucken? Ruhe jetzt! Waren Sie irgendwann mal temporalen Energien oder schweren gravimetrischen Störungen ausgesetzt? Sicher nicht. Meine Freundinnen wiegen alle unter 60. Ich meine, seltene Naturphänomene, Blitzeinschläge, Wirbelstürme. Wirbelstürme? Letzten Freitag? Erzählen Sie. Ronny hatte gerade einen ganzen Kasten Cola leer gesoffen, als die Zentrale plötzlich meldete...